Und willkommen zurück zu einem neuen Video zu F1 2022, hier mit der MyTeam-Karriere mit Fitman Racing und Nico Hülkenberg. Ich hoffe, das letzte Video hat euch gefallen. Das erste Rennen in Bahrain lief alles andere als optimal für meine Wenigkeit auf jeden Fall. Für Hülki lief es tipptopp, Platz 7 direkt erreicht, geile Punkte für uns abgesahnt. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt rein ins Blitzquali. Hab die Trainingssessions in Jeddah schon gemacht, lief übel geil. Ich mag die Strecke einfach. Die Strecke liegt mir wirklich sehr und ich denke, diesmal werden wir hier keinen Quali-Crash hinlegen, wie mit dem Mercedes noch, sondern wir werden sauber durchkommen, hoffentlich eine geile Top 10 Platzierung kriegen und dann ordentlich Punkte im Hauptrennen absahnen. Let's go ab ins Blitzquali. Blitzquali, Jeddah, ab geht die Post mit Fitman Racing. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch und ich hoffe ihr den besten Tag aller Zeiten. Jetzt drückt mir die Daumen, dass wir gut durchkommen. Nicht gut bekommen. Quer gestanden, kostet Zeit und da rutschen wir direkt auf Platz 10 runter. Ah. Überhaupt nicht gut durch die Sektion gekommen. Wahnsinn. Aber der Motorenvorteil von Ferrari reißt hier, glaube ich, wieder einiges raus. Aero-Updates sind auch gekommen in diesem Rennen schon und Chassis auch. Trotzdem noch weit unten. Aber wir haben halt gesehen, was mit der Karre hier schon möglich ist in Bahrain, was Nico Hülkenberg da abgeliefert hat mit Platz 7. Hier müsste DRS kommen. Oh, ich liebe die Strecke. Ganz nah an der Wand ran. Boah, da verlieren wir fast das Auto. Zweimal hier im Ausgang, auch Berührung mit der Wand. Ah, runtergerutscht auf Platz 18, 20. Damn it. Zu untersteuernd. Platz 20 wird es werden. Oh Gott, wieder ein hartes Rennen hier von ganz hinten. Na gut, Platz 20 haben wir zwei Autos noch hinter uns gelassen. Ein Stroll und ein Latifi. Können wir uns dafür mal selber kurz auf die Schulter klopfen hier. Aber Nico Hülkenberg in den Top 10 gelandet auf Platz 9. Gar nicht mal so weit weg zu Fernando und dem Rest Ocon. Ja, wird ein harter Kampf mit Alpine. Wir gehen in die Strategie, wir gehen ins Rennen, holen alles raus, was geht. Hoffentlich landen wir auf Platz 10, dass wir auch mal ein Pünktchen absahen. Ansonsten, ja. Okay, Nico auf Platz 8, meine Wenigkeit auf Startplatz 19. Da gab es wohl jetzt schon im zweiten Rennen eine Startplatzierung für einen. Der musste nach ganz hinten. Beide Ferraris auf 1 und 2. Mal sehen, was geht. Strategie Medium-Hard werden wir auch diesmal nehmen. Ich werde jetzt nicht hier wieder den Fehler machen, wie mit Mercedes und mit Softschatten. Wir werden Medium-Hard durchziehen. Hoffe auf einen guten Start, geiles Rennen. Und dann drückt mir die Daumen, ab geht die Post, ab ins Rennen. Jeddah, eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Abfahrt. Okay, jetzt zählt's. Die Lichter gehen an. Wir müssen in die Punkte. Start war okay. Da schlingeln wir uns mal so ein bisschen vorbei nach innen hier, oder? Okay, Perez auch weit hinten. Ab geht's. P17, nice. Wow, wow, wow. Ja, Ju, wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Okay, wir nehmen die Verfolgung zu Vettel und dem Rest auf. Ist jetzt natürlich auch nicht die Strecke, wo man die besten und meisten Rollmanöver sieht, aber wir geben natürlich alles. Punkte sind drin, denke ich mal. Natürlich, wenn hier alles nach Plan läuft. Ah, die Curbs sind echt gefährlich. Oh, Vettel hier schon am Straucheln, okay. Jo, der hat Zeit gekostet. Wir sind dran. Runde Nummer 1 damit erfolgreich überstanden, ohne Schaden. Zwei Plätze gewonnen.
Und vielleicht jetzt hier zu Beginn zu Runde 2 schnappen uns noch den lieben Sebastian. Wir versuchen es innen. Ah, gut, gut, gut. Battle hier mit Perez und Schumacher kostet Schumacher ein bisschen die Traktion. Wir kommen besser rein. Sehr gut, sehr gut. Und die beiden McLarens. Hinter Norris waren wir das halbe Rennen in Bahrain. Mal sehen, wie schnell wir hier vorbeikommen können. Ricardo auch hier mit Problemen. Und Perez ist auf dem Vormarsch. Wir heften uns einfach hinter Perez. Der zieht hier durch, der zieht durch. Oh, da kommen wir innen vorbei. Doch nicht. Gefährlich, gefährlich. Side by side hier. Perez und Ricardo, wir gucken die Geschichte an. Oh, Perez, Perez, Perez. Unsere Chance. Wir bleiben dran, wir bleiben dran. Sehr gut. Vorbei an Ricardo. Direkt im Windschatten hier von Perez. Es wird eng. Ah, Krampf auf dem Controller, das auszuwählen. Ricardo, Alter, was machst du denn da? Was machst du denn da? Was war das bitte für ein Move, liebe Leute da draußen? Meine Zeit, haben wir Schaden? Meine Zeit, das auf dem Controller auszuwählen hier in der Renn-Action ist echt so ein Krampf. Ja, ich weiß, ich könnte die Sprachsteuerung wählen, aber die Sprachsteuerung funktioniert so gut wie gar nicht. Ich habe schon getestet. Ich habe 5-mal nach dem Zustand des Autos gefragt und 5-mal wurde mir irgendeine Position angesagt von irgendeinem, der vor mir fährt. Okay, noch ein Versuch. Okay, kein Flügelschaden, immerhin. Ah, das hat jetzt Zeit und Anschluss gekostet hier an den Rest, Mann. Ärgerlich. Ricardo. Muss nicht sein. Ciao, ciao, Sepp. Können wir ja mal die Frage der Folge draus machen. Liebe Leute da draußen, wie sieht's KI-technisch bei euch aus? Ist die KI extrem verbuggt bei euch? Oder habt ihr auch Glück, dass es eigentlich zu 90% gut funktioniert und man schön die Rennen genießen kann und geile Rad-an-Rad-Duelle mit der KI starten kann? Schreibt's mal in die Kommentare, würde mich freuen. Und mit dem besseren Ende für uns, nice. Aber nach wie vor im Kurvenausgang mit der Beschleunigung. Man sieht's, glaube ich, auch sehr, wie das Auto immer direkt verzieht, obwohl ich eigentlich wirklich behutsam aktuell mit dem Gaspedal umgehe. Ran an Norris. Diesmal, mein Freund, will ich keine 25 Runden hinter dir hängen gefühlt, sondern ich will schnell an dir vorbei, ich will in die Punkte. Das müsste reichen, oder? Das müsste reichen. Er macht innen komplett zu, dann versuchen wir es eben außen. Leider nicht geklappt. Hat er gut verteidigt, nochmal einen leichten Zucker gemacht, aber wir haben deutlich besseren Exit. Wir sind wieder direkt dran hier an der Norris. Aber hier keine Chance, da müssen wir zurückstecken, da müssen wir warten. Sieht es jetzt hier auf Start und Ziel aus. Gut durch die letzte Kurve gekommen. Er platziert sich jetzt schon wieder ein bisschen innen. Aber wir versuchen es jetzt auch komplett innen. Wir stechen komplett innen rein. Auch wenn er die Tür komplett zumacht. Und damit Mick Schumacher ganz nah rangekommen. Das war knapp. Okay, Norris. Harte Nuss. Jetzt sind wir direkt daneben. Können wir die Position hier halten? Es wird eng. Wieder. Er lässt nicht locker. Was ist da los? Wir haben das DRS. Jetzt aber vorbei. Ganz eng hier. Ganz eng. Immer noch Side by Side. Immer noch. Aber jetzt. Da musste er wirklich zurückschicken. Ansonsten wäre es geknallt. Der ist sogar noch bekommen. Nice. Okay, so wie das aussieht, führt Nico die Kampftruppe hier Platz 8 sogar an und hält quasi alle auf. Okay. Marc, sag Nico mal, er soll auf jeden Fall so weitermachen. Wir sind gleich dran. Wir holen mega die Zeit auf. Noch ein paar Ründchen. Bitte alles aufhalten. Da touchieren wir die Wand. Das darf absolut nicht wahr sein. Ich hoffe, das ist kein Schaden. Wow. Und Tsunoda wird mega langsamer. Guckt euch die Lücke an, die auf einmal entstanden ist. Ich hoffe, wir kommen noch schnell vorbei, bevor irgendwie das Problem sich da wieder bei Alpha Tauri in Luft auflöst. Wir sind dran. Okay, er fährt nochmal komplett innen rein. Was soll das denn? Das
Side by Side immer noch. Wir müssen das DRS aber bekommen und können jetzt wegziehen, glaube ich. Nein, Tsunoda bekommt das DRS. Tsunoda bekommt das DRS. Dann heften, oh, dann heften wir uns jetzt mal hinten ran. Holy shit. Okay, da wirft er die Tür zu. Keine Chance. Jetzt verlieren wir hinter einem langsam fahrenden Auto mega die Zeit mit technischen Problemen. Das darf nicht wahr sein. Chance nicht genutzt. Hätte ich aggressiver rangehen müssen. Ganz innen und rausziehen. Das kann er nicht halten, mein Freund, oder? Ne, wir sind vorbei an Yuki Tsunoda und damit auf Platz Nummer 12. Hohoho, yo. Nico, du bist der geilste Mann. Guckt euch das an. Er hält das ganze Feld auf. Einfach mal innerhalb von dem ersten Sektor. 2 oder 1,5 Sekunden. Geile Sache. Boah, es wird eine super Runde. Ich glaube, ich fahre den noch durch und gehe nicht in die Box und warte noch eine Runde. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung, nicht, dass genau jetzt in Runde 12 irgendwie der Reifengriff so stark nachlässt, dass ich mich wegdrehe und Flügelschaden mir hole. Norris vorbei an Tsunoda, nice. Okay, optimaler Boxenstopp, kommen wir hier direkt vor Nico Hülkenberg raus, das wäre natürlich ein Ding. Und wir kommen direkt vor Nico Hülkenberg raus. Crew, ihr seid die geilsten. Die Runde länger draußen zu bleiben mit der In-App, die wir da gefahren sind, war fantastisch. Das waren die paar Zehntel, die uns wieder vor Nico Hülkenberg hier auf die Strecke gebracht haben. Wir sind direkt hinter dem Alpine von Ocon. Geil. Okay, jetzt sind wir nah genug dran. Zweiter Versuch, diesmal hier. DRS ist offen. Keine Chance, der zieht komplett weg da vorne mit dem DRS. Und da gab es eine leichte Berührung, da ist Ocon ein bisschen reingekracht. Jetzt, zweiter Versuch. Komplett im Windschatten hier von Bottas, wir bleiben dran. Er verteidigt hart, so wie man ihn kennt. Wow, quer gestanden, Bottas holen wir, oder? Duschiert mit der Wand, aber wir sind vorbei am Finnen, nice. Aber Ocon, was ist da bitte mit dem los, ey? Der Alpine eigentlich ganz weit unten in der Leistungsvergleichstabelle, was den Motor betrifft. Wow. Und Bottas kommt ran, ey. Wahnsinn, Wahnsinn und vorbei. Hülkenberg auch direkt dadurch rangekommen. Gut, gut. So besteht eventuell die Chance, sich jetzt hier uns anzuschließen und vorbei an Bottas zu ziehen. Aber ich komme, Rad an Rad, ich komme nicht an Ocon vorbei. Der zieht immer weg. In den wichtigen Sektoren, in den wichtigen Kurven kommt er deutlich besser raus. Da macht er die Tür ein bisschen zu. Aber jetzt haben wir die Chance an, wie vorbeizukommen. Der ist offen. Boah, ganz spät auf der Bremse, auch von Ocon. Und vorbei. Und Nico nimmt den Angriff auf. Hier gegen Bottas und Ocon. Da hat man gerade einmal ganz kurz aufblitzen sehen. Auf Platz 10 stand einfach Nico Hülkenberg. Bottas konnte sich etwas lösen. Gut für Hülkenberg, dass er jetzt vielleicht näher ran an Ocon kommen kann. Und dann nochmal eine Attacke starten kann in den letzten 3 Runden. Und was ist das auch bitte für ein kranker Vorsprung davon? Charles Leclerc auf P1. Zu Sainz und Verstappen, aber man sieht auch die ganze Zeit schon Verstappen und Sainz, die kleben auch das ganze Rennen schon so crazy aneinander und betteln sich da wirklich Runde um Runde um Runde, was Leclerc natürlich in die Karten spielt. Aber Fazit jetzt nach dem zweiten Rennen, der Ferrari-Motor, echt, der läuft so gut, der Speed ist super. Okay, die Durchsage von Marc habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Irgendwer wird slowly da vorne oder hinter uns, habe ich nicht ganz mitbekommen jetzt. Und Hülkenberg ist auf P10, er ist vorbei und Ocon, jawohl, Hülki. Doppelpunkte hier für das Team von Fitman Racing, nice. Okay, und Ocon ist wieder vorbei, schade. Zu früh gefreut. Wow.
Oh mein Gott, was ist das bitte für eine Runde? Eine Sekunde schneller bis jetzt. Wird das hier eventuell die nächste schnellste Runde? Und es ist die schnellste Runde von Fippmann in Fippmann Racing. Das allererste Mal, jawohl. Wahnsinnsrunde. Jetzt wissen alle Bescheid. Es ist offiziell. Wir sind ernst zu nehmen. Naja, ich weiß, Freunde. Ihr habt recht. Es ist erst Rennen 2. Fippmann, beruhigt dich mal. Da kommen noch jede Menge Rennen. Aber ich freue mich trotzdem gerade wie Bolle nach dem Scheißstart in Bahrain hier mit bei der Musik zu sein. In Form von P8 und einer schnellsten Runde auch noch. Absolut genial. Okay, Memo an das Team. Merken für die nächsten Rennen, wir können noch einen Ticken weniger Benzin mitnehmen. Der Benzinverbrauch von unserem Auto ist echt ziemlich gut. Kann ich ruhig ein bisschen mutiger sein. Okay, letzte Runde. Ganz entspannt angehen. Hier nicht mehr auf Zeit. Leclerc hat unsere Zeit eh nochmal unterboten. Der ist in der eigenen Welt. Hauptsache ankommen jetzt auf dem Platz. Hülkenberg und Ocon hinter sich lassen. Die ersten Punkte für Fippmann Racing. Und wer ist Fahrer des Tages? Das müssten wir eigentlich sein, oder? Und ganz hinten. Bestmann. Okay. Leclerc einfach mal dann knapp 2 Sekunden schneller als wir mit seiner persönlichen Bestzeit. Holy, mit 1:34,1 sind wir auf Hamilton-Niveau. Okay, bin ich mir zufrieden. Wir gehen aber in die Rangliste. So sieht es nämlich jetzt aus. Platz 10, Nico noch auf Platz 8. Absolut fantastisch. Und so sieht es in der KWM aus. Ja, 64 Punkte Rückstand, 10 Punkte für Fippmann Racing. So kann es weitergehen. Australien auch eine Strecke, die mir mega, mega gut liegt, die ich absolut gerne mag. Hoffe, dass wir da keinen Regen sehen werden, sondern dass wir einfach ein ganz normales Rennen fahren können und dann hoffentlich auch weit vorne in den Punkten landen können. Absolut geil, ich bin happy, so kann der Tag doch enden, oder? Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen hoch da. Ein kostenloses Abo wäre fantastisch und noch ein nettes Kommentar wäre super, super geil. Vielen Dank im Voraus und an alle die das in den letzten Videos getan haben. Danke für den Support, danke, dass es euch gibt. Ich wünsche euch noch einen super geilen Tag. Bis Australien, ciao mit V.